Hallo und herzlich willkommen zu diesem Anleitungsvideo. Mein Name ist Alexander Lochmann und ich freue mich, dich in diesem Kapitel zum dritten Teil aus unserer Anleitungsreihe zum Anwendungsprogramm Quality Check von Ralf Riquier begrüßen zu können. Im ersten Teil zu dieser Anleitungsreihe haben wir die Analyse und Messfunktion von Scan- und Modelloberflächen kennengelernt und die einzelnen Funktionen hierzu näher beleuchtet. Der zweite Teil dieser Reihe befasste sich mit der Funktion, Hinterschnitte an Topografien zu analysieren und zu messen. In diesem dritten Teil wollen wir uns nun mit einer ebenso wichtigen Analysefunktion aus dem Anwendungsprogramm Quality Check von Ralf Riquier befassen und möchten deshalb Struktur- und Wandstärken an zahntechnischen Konstruktionen analysieren und messen. Haben wir unser Anwendungsprogramm Quality Check gestartet, beginnen wir auch hier in gewohnter Weise mit dem Menübutton Neuer Auftrag. Hier beginnen wir mit der Eintragung der für uns relevanten Informationen und Daten für unseren Analysefall. Unsere gewählte Aufgabe stellen wir diesmal auf die Auswahl Wandstärke um. Der Button Weiter bringt uns nun in den nächsten Arbeitsabschnitt Import. Hier können wir jetzt über die Option Modell importieren unser zahntechnisches Gerüst in unser Anwendungsprogramm hineinladen. Wir nutzen hierzu den sich dadurch geöffneten Dateibrowser, um unser Drahtgittermodell zu laden. In gewohnter Weise können wir unser Objekt in dieser Analyseaufgabe mit der rechten Maustaste durch Anklicken und Halten drehen und schwenken. Der Button Weiter bringt uns jetzt bereits zum Arbeitsabschnitt Bericht. Hier wird unser dentales Gerüst sofort auf Basis der voreingestellten Wandstärke und der Verbinderquerschnitte durch eine farbliche Tiefendarstellung visualisiert. Der voreingestellte Minimumwert bei Wandstärke sowie bei Verbinder kann von uns ganz individuell selbst bestimmt werden und wird somit bei einem Erreichen dieses eingestellten Wertes immer in orangener Farbe visualisiert. Alle Oberflächentopografien, die jetzt den von uns eingestellten Mindestwert der Wandstärke sowie des Verbinderquerschnitts unterschreiten, werden somit an einem Farbverlauf von Rot nach Rosa bei einer Zunahme visualisiert. Oberflächentopografien, die jetzt den von uns eingestellten Mindestwert der Wandstärke sowie des Verbinders überschreiten, werden somit in einem Farbverlauf beginnend von Orange über Gelb nach Grün bei einer Zunahme visualisiert. Die von dir eingestellten Parameter geben daher die jeweiligen Limits vor und bestimmen somit die Visualisierung der Tiefendarstellung. In gewohnter Weise bietet auch in dieser Analyseausgabe das Anwendungsprogramm Quality Check über den Button Bericht erstellen die Möglichkeit, unsere Auswertung in einer ausführlichen Berichtform in einem PDF-Dokument zu exportieren und abzuspeichern. Wir sind nun bereits am Ende dieses kurzen Anleitungsvideos angelangt und ich hoffe, dass ich dir hiermit ein wichtiges Tool zur Analyse und Auswertung von Wandstärken für zum Beispiel dentale Konstruktionen zeigen konnte. Ich freue mich, dich auch im nächsten Lernvideo bei einem Webinar oder auf einem meiner Workshops wieder begrüßen zu können und verabschiede mich. Dein Referent von Level 5 Cut, Alexander Lochmann.